Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Twilight Princess. Wir machen mal kurz. Ah, da kann ich mich dann vorziehen. Haben schon mitgedacht. Roter Bienen. Ich sag ja, der Stand dein Kakariko ist schnell abbezahlt. Wetten, da ist jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, eine Zwetschge oder so drin, was aus. Keine Ahnung, Kakariko kommt. Nee, da kommt was. Okay, nice. Was sind das jetzt für rote Points? Was sind das, die Kanonenkugeln? Vielleicht werden die angezeigt, okay. Ja, Greifhaken. Dann schaue ich, dass ich trotzdem das noch irgendwie wegsprengen kann. Aber wie? Oh nee, nicht schon wieder die Deppen. Danke. Dann schauen wir einfach mal da durch. Wir wissen jetzt, wie wir das Ding bedienen. Wir haben Kompass. Aber wir haben keinen Schlüssel. Ja, gut. Okay, das Ding verwirrt den Hund nicht. Okay, was jetzt? Und wenn es da hinten echt die Schatztruhe ist, wo ein Schlüssel drin ist? Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Oder wir schauen, vielleicht ist das Ding geladen, die Kanone. Ich glaub's zwar nicht, aber ich bin auch einfach mal so versuchen, das wegzusprengen. Das haben wir auch noch nicht versucht. Versuch wert. Nix. Okay, ich dachte mir schon, das könnte ein bisschen einfach sein. Deswegen dann schauen wir trotzdem noch mal zu diesem einen Ding und schauen, dass wir das vielleicht trotzdem irgendwie aufbekommen. Man muss ja irgendwie gehen. Oh, mein Ohr juckt. Super. Ich werde da, glaube ich, auch gleich nochmal die Suppe probieren. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Okay, ja, ein paar Herzen ist für jetzt auch und ich habe nicht mehr ganz so ein schlechtes Gewissen. Und wir können uns ja gleich was holen wieder. Das machen die dann nicht ohne Grund, glaube ich. Kommt. Wollt ihr mich ja verarschen? So, dann nehme ich mal die Kugel mit und dann schauen wir einfach mal, ob wir die irgendwie da durchfeuern können. Ich sehe euch schon. Ihr netten kleinen Tierchen. Durch die Wand bringt es mir nichts, aber vielleicht versuchen wir es mal rechts. Vielleicht geht es leicht nach rechts so. Nee, so ist das Schild. Ich kann nochmal versuchen, nach vorne zu ballern. Aber ich glaube irgendwie, das wird uns nichts helfen. Nee. Ja, das hilft mir gar nichts. Gar nichts hilft mir das. Au. Ja, irgendwie. Bin ich verwirrt. Stark verwirrt. Also, wir müssten irgendwie da hinten durchkommen. Ich schaue mich irgendwie da rum. Ziehen oder so. Vielleicht da hinten hochklettern? Nur festhalten kann ich mich auch nicht. In den sehr hässlichen Fenstern? Nee.
Überspringen kann ich auch nicht. Da hinten, dass ich da irgendwie hochklettern kann. Nee. Okay. Und die Kugel kann ich ja leider auch nicht mitnehmen. Können wir nochmal versuchen? Nee. Und die Schatztruhe, die wir da nicht hier kriegen, da kommen wir auch nicht. Kommt, haut ab. Dass ich da einfach was reintue. Bringt auch nichts, okay. Raum davor. Also dann brauche ich auch auf jeden Fall so eine Kanonenkugel. Schau mal einen Raum davor, ob ich da vielleicht irgendwie. Achso, jetzt sind wir wieder bei der Tante, gell? Ja. Blöd. Nee. Okay. Gerade habe ich echt keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Rubine, wie großzügig. Okay, jetzt müssen wir mal nachdenken. Was können wir denn noch versuchen? Boah, lasst mich doch in Ruhe, ganz ehrlich. Anderen Seite drüben gab es ja auch nichts, so waren wir ja. Was wird es noch für Möglichkeiten geben? Ich habe gerade echt keinen Plan. Was soll man denn da machen? Also, wir können ja mal auf die Map schauen, ob wir irgendwas entdecken. Das hilft ja nie. Okay, da unten war Eingangsbereich, da können wir demnächst irgendwann nochmal hinschauen, ob da irgendwas ist. Aber ich glaube nicht, dass es uns gerade irgendwas hilft. Danach, wo wir jetzt praktisch rausgekommen sind, das ist das Zimmer, wo die Alte sitzt. Nach rechts bringt nichts, weil wir da alles geholt haben, sehen wir auch keine Schatztruhe mehr. Dann links, da wo diese drei Kanonenkugeln drin sind, kommen wir auch nicht weiter, weil da eine verschlossene Tür drin ist. Wie könnten wir weiterkommen? Vielleicht. Keine Ahnung. Da waren wir halt überall. Wir können es mal als Wolf versuchen. Ah, da habe ich ja eigentlich schon geschaut, ob da irgendwas ist, gell? Warte mal, da können wir was ausprobieren. Okay, da kam nichts raus.
beim Spiel mit dem Wolf. Ist bestimmt voll lustig. Warte mal, da steht noch Höhlen. Ach, da ist ein Schneehaufen. Oh, ich bin so blöd, Leute. Das ist aber auch scheiße versteckt. Oh, der Hund will mich angreifen. Der kleine Schlüssel. Lustig. Sehr lustig. Nicht. Okay, das Ding müssen wir dann wahrscheinlich runterschmeißen und nach da oben müssen wir dann demnächst, denke ich mal, auch. Gut. Ach, und jetzt muss ich das in diesen Schacht da reinwerfen. Muss ich den Hebel ziehen? Ah. Verstanden. Jetzt von außen muss ich wieder den Hebel ziehen und dann kommt die Kuppel raus. Macht Sinn. Boah, lasst mich doch bitte jetzt in Ruhe. Ich finde euch sehr nervig. Achtung. Und vor allem immer mit dem Schnee, der hier überall liegt. Komm, greif mich an. Ich glaube, der kommt gleich auf mich zu, aber hey. Will er mich angreifen? Eine Kugel, wo ich auf ihn schmeißen kann. Leicht daneben. So. Laden und. Laden. Okay. So, den sollten wir offenlichtet haben. Und das Ding tue ich aber nochmal rein, dass wir das in die andere Richtung nochmal schießen können. Ich glaube, das brauchen wir. Da ist zumindest ein Schatztruhen. Schatztruhen sind in diesen Spielen nie verkehrt. Also im schlimmsten Fall sind da Rubine drin, aber können wir auch den Laden in Kakariko finanzieren. So. Und dann sprengen das mal weg. Ah, das sind Rubine. Das ist nichts Großartiges. Ah, Bomben. Auch nicht schlecht. Ganz cool, dass sie die Kanonenkugeln auf der Map anzeigen. Einfach weil die wahrscheinlich mein Kunde verwirrt ist etwas. So. Ich wusste es. Link schaut schon so. Müssen wir mit dem wieder ein Spielchen spielen? Der Morgenstern. Ich glaube, das kann lustig werden. Wie man den jetzt besiegt, weiß ich jetzt nicht so unbedingt, aber sieht doch spannend aus. Okay. Ich glaube, wir kriegen hier richtig auf die Fresse. Da, ich hau da mal ab. Gut, ein bisschen aus der Schusslinie gehen. Okay, wenn der den geworfen hat, denke ich mal, dass wir dann ran müssen. Sag ihn nebenbei nicht wundern, kein Problem. So, wirf den mal auf mich. Sieht irgendwie sehr schmerzhaft aus, wenn wir das abkriegen würden. Da kriegen wir jetzt echt schon Stunchen-Items, finde ich ein bisschen krass. Wirfst du das jetzt mal auf mich?
Okay. Soll ich mich dann die Decke hängen oder was? Kann der hochwerfen? Ich bin mir über diesen Umstand gerade definitiv nicht sicher. Ja gut, der macht gerade irgendwie gar nichts. Dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut und bleiben so hängen. Bis zum nächsten Mal. Bye.